Ich grüße euch, liebe Geschwister im Glauben. Heute ein Thema, und zwar ein ganz besonderes Thema. Es geht um die Gemeinde in Ephesus. Wir leben hier in der Gemeinde von Ephesus. Und die Gemeinde, die hier in die Kirche geht, die lebt im Glauben in Elohim. Und das, was das Wichtigste ist, sie wissen, dass Aschadonai der Herr ist. Sie beten Aschadonai an. Wenn ihr kurz vorm Sterben seid und noch immer an Jesus, als den Sohn Gottes glaubt und im Glauben seid, ist das, oder kurz vor der Entrückung seid, zum Beispiel durch den Sohn Gottes, Aschadonai, der wahre Sohn Gottes ist, und ihr glaubt vor dem Tod oder vor der Entrückung noch an Jesus als den Sohn Gottes, ist das nicht so schlimm wie vielleicht für manchen sehr Gläubigen, weil die Liebe und der Frieden für die Menschen am Ende zählt, um ins Himmelreich zu gelangen. Das ist kein großes Geheimnis, sondern ein von Gott mir eingehauchtes Ding. Und ich wünsche mir, dass ihr euch freut über dieses wunderbare Thema, dass wir alle zusammengehören und uns freuen können, immer mehr Publikum für Aschadonai, den Herrn, den König des Universums, zu gewinnen zu können. Es ist übrigens der Vater, der mir jetzt den Text ansagt, und deswegen rede ich auch ein bisschen abgehackt, weil ich immer wieder was verstehe und das mit dem Geiste aufnehme und dann weiter sage in die Kamera. Der Vater, der sich Vater nennt, seit Aschadonai der Herr ist. Für alle Lebewesen. Also zumindest im deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum, also in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich, spricht man den Gott als Gott, als den Vater an. Also von der Dreieinigkeit her, den Vater als Vater, den Sohn Aschadonai, den Herrn, König des Universums, der Anfang und das Ende, und den Heiligen Geist als den Heiligen Geist, der nicht gelästert werden darf. Und darum bitte ich euch, dass ihr euch bemüht, die Wahrheit herauszufinden. Und zwar mit aller Kraft und mit allem Verstand, wenn ihr im Glauben sein wollt. Für alle die schon im Glauben sind, umso mehr, damit ihr den wahren Sohn Gottes anbeten könnt und nicht einen, der gar nicht mehr der Sohn Gottes ist. Und für diejenigen, die aus Deutschland kommen, wie Abdul Memra, Elia Nathan, Bruder Hussam, Bruder Amir Arapur und alle anderen Brüder und Schwestern, die aus Deutschland kommen, aber insbesondere für diese Brüder, die ich vorher genannt habe, wünsche ich mir, dass sie das, was der Vater mit ihnen gesprochen hat, aufnehmen und auch in die Tat umsetzen und auch Werbung und nicht nur Werbung, sondern Lobpreis machen für Aschadonai, den Herrn, und so Leute gewinnen für den Glauben an Aschadonai, den Herrn. Ich beuge meine Knie vor dem Herrn, ich singe Lieder für den Herrn, für Gott ist alles, was wir tun, irgendwie Anbetung, und dadurch können wir Gott zeigen, wie wir uns benehmen. Und zwar ist es immer am liebsten, wenn wir freundlich sind miteinander. Das ist das Allerwichtigste, dass wir in der Freundlichkeit sind. Dadurch kann Freude entstehen, durch Freude kann Höflichkeit entstehen, durch Höflichkeit kann wieder Freude entstehen und so weiter und so fort, bis die Früchte des Heiligen Geistes, die ich schon so oft in meinen Videos aufgezählt habe, ich zähle sie nochmal auf. Freude, Freundlichkeit, Sanftmut, Langmut, Demut, Treue, Geduld, Selbstbeherrschung, Keuschheit, Liebe und Frieden und alle Früchte des Heiligen Geistes wirklich auch annehmbar sind, und umso besser man sie beherrscht oder lebt, besser gesagt, oder verbindet miteinander, umso besser kann man das Leben genießen, umso besser funktioniert der Zusammenhalt, umso besser ist der Glauben an Gott und der Respekt vor Gott. Und wenn der Respekt vor Gott da ist, ist das Leben schön und kann gesichert werden und ist tragbar. Und mehr als tragbar, wunderschön. Einfach,
einfach herrlich. Darum bitte ich euch, wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, was die Gemeinde von Ephesus ist, lest in der Bibel nach in der Offenbarung. Es gibt die Gemeinde von Ephesus, die von Laodicea und noch einige andere. Und da gibt es bei jeder Gemeinde einen Engel. Und was wichtig ist, wenn ihr euch erkundigen wollt, ob die Gemeinde von Ephesus wirklich Adonai, den Herrn, anbetet, dann erkundigt euch, müsst ihr als gläubige Christen oder als gläubige Buddhisten, als gläubige Hinduisten, sogar als gläubige Muslime euch erkundigen und hinfahren und das nachfragen und erkundigen. Und für die Muslime, die noch immer Dschihad betreiben, was ich glaube, dass es nicht mehr großartig gibt, weil ich, Joel, so viel gebetet habe, wie möglich war, um das Schlimmste in der Täuschung des Islams, die Dschihad betreiben, zu unterbinden. Ich habe zum Beispiel gebetet, dass Engel, Seraphim und Cherubim plus, also in Verbindung mit dem Sohn Gottes, Adonai, und auch mit dem alten Sohn Gottes, wie der Umbruch war noch, gebetet, dass die herabkommen und gewisse Aufgaben durch den Willen des Vaters erledigen können und konnten. Und ich bete dann immer auch, also nicht immer, sondern oft auch so, dass ich Adonai im Gebet die Kraft gebe, indem ich sage, ich freue mich für ihn, dass er in der Liebe wächst. Ich singe für ihn Lieder, damit er seine Aufträge besser erfüllen kann und so weiter und so fort. Das heißt also, ihr könnt euch freuen, diese Nachricht gehört zu haben. Und ich bitte euch, erzählt es auch weiter, damit es sich verbreitet, auch wenn ihr glaubt, das ist eine Lüge. Erzählt es ruhig weiter, macht es ruhig, testet es ruhig. Die Wahrheit kommt raus, die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Die Wahrheit kommt zum Vorschein, die Wahrheit wird nicht verdeckt bleiben. Die Wahrheit wird offenkundig getan. Es wird sich zeigen, überall dort, wo man offen ist für Gottes Geist, um ihn wahrzunehmen, seine Stimme, und ihm zuzuhören, dann Respekt hat davon und wirklich das tut, was er sagt und wirklich gut zuhört, dort wird die Wahrheit rauskommen. Und somit wünsche ich euch, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass ihr Geduld gehabt habt beim Zuhören. Das hätte ich schon am Anfang des Videos sagen können, dass ihr geduldig sein sollt. Aber ich wünsche euch viel Freude bei der Erkenntnis und viel Glückseligkeit hinterher. Und danke fürs Zuhören, euer Manuel Joel aus City, der Sohn Gottes auf Erden, wollte der Vater, dass ich jetzt sage, aber das ist mir etwas zu übertrieben, weil ich eigentlich ein Leben führe, das ganz normal ist, oder wie sagt man, nicht normal, ist schon was Besonderes, jedes Leben ist was Besonderes, aber ich möchte nicht so viel Ehre haben für das, dass ich der Sohn Gottes auf Erden bin, weil ich nicht zur Dreieinigkeit dazu gehöre. Zur Dreieinigkeit gehört Adonai und der Heilige Geist und sowieso der Vater. Aber ich bin der Sohn Gottes auf Erden, so nennt mich der Vater, weil er mich so liebt. Weil ich für das, was ich alles getan habe. Wenn ihr wissen wollt, was ich alles getan habe, könnt ihr unter anderem meine Videos nachsehen und nachsehen, was ich alles in den Videos berichte. Wie zum Beispiel die Entrückungen von verschiedensten Lebensformen von anderen Planeten, die ich durchs Gebet erreicht habe, wie zum Beispiel das Wunder, dass ihr vor 8 Tagen circa ein Gefühl im Körper gehabt habt, das euch verändert hat. Und zwar war das, dass ihr einen unsterblichen, an Geist und Seele verkehrten Körper bekommen habt. Das bedeutet so viel wie, dass ihr merkt, dass ihr, wenn ihr in einem Organ versagt, dass ihr sofort ein neues Organ bekommt. Aber es heißt nicht, dass ihr schmerzfrei seid. Und das heißt nicht, dass ihr nicht Menschen seht, die auch sterben können, weil der Vater, durch das ihr die Unsterblichkeit durch das Gebet, durch mein Gebet erlangt habt, könnt ihr trotzdem erfahren, dass Menschen gibt, die sterben werden, weil der Vater sie zu sich nimmt, damit die Erdbevölkerung nicht zu groß wird. Und dann gibt es noch das Wissen, wenn man unsterblich ist, dass Adonai, der Herr, einen entrücken kann, wenn man den Vater bittet: Vater, ich bitte dich, sende deinen Sohn
den Sohn Gottes, den König des Universums, als Adonai zu mir. Und wenn du dann ohne Sünde, also mit der Sünde so rein bist mit dem Vater, dass er bereit ist, dich zu entrücken, erstens, wenn du bereit bist zu gehen, also wirklich auch gehen willst von der Erde, und wenn du, das war es eigentlich schon, wenn die zwei Sachen erfüllt sind, dann wird es ziemlich sicher passieren. Ihr müsst dann sagen, Vater, ich bitte dich, sende deinen Sohn, Adonai, dass er mich entrückt, und er wird kommen und wird euch zwei, drei Fragen wahrscheinlich stellen, und ihr könnt sogar in den Himmel emporgehoben werden. Emporgehoben werden wie Henoch in der Bibel, wie andere berühmte, also nicht berühmte, sondern ja, sozusagen berühmte Leute, die emporgehoben worden sind. Durch mein Gebet wurden auch schon Menschen entrückt, nicht nur außerirdische, also nicht von diesem Planeten stammende Lebensformen, sondern auch Menschen. Und ja, solche Wunder. Und da gibt es noch ein Wunder, was passiert ist durch Gebet, dass alle atomaren, biologischen und chemischen Waffen weggegeben wurden. Und alle Kriegsmaschinerie. Damit gibt es keine Kriege mehr auf der Erde, womit der Sündenfall auch zunichte gemacht worden ist. Weil Gott möchte ein Universum, das in Frieden und in Liebe geschaffen ist und nicht eins, das in Sünde gefallen ist, wie durch Adam und Eva. Und deswegen, ja, ich liebe euch und danke euch für euer Zuhören. Dankeschön. Tschüss, Baba.